Okay, der eine ist runtergefallen. Oh, danke für die kleine Hilfe. Ich versuche mich nochmal hochzubauen. Das war aber gerade ziemlich dumm, habe ich selber gemerkt, weil ich das wieder zu knapp war. Der gleiche Fehler wie gerade eben und jetzt muss ich ihn runterhauen. Und das hat funktioniert. Perfekt, Leute. Jetzt muss der mal ganz kurz weg hier. Der ist auch unten. Jetzt werde ich mal ganz kurz so mies sein. Oh, vertan habe ich mich. Och, nö. Ich habe mich echt vertan, habe die Spinnenweben daneben gesetzt. Bin ich selber in die Spinnenweben gelaufen. Muss ich sagen, leider verdient, Leute. Yo Leute, was geht? Ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Runde Let's Play Minecraft auf dem Kanal, Leute. Und heute im Video zocke ich eine Runde Bed Wars auf dem Gomma-Deponet-Server. Und ich würde sagen, ich starte sofort jetzt hier in die erste Runde. Zu Anfang habe ich mich jetzt hier für die 4x2 Map Antique entschieden, mit einem Teamkollege hier am Start. Das Ganze ist übrigens heute meine erste Minecraft-Folge nach 2 oder 3 Monaten auf meinem Kanal, denn ich hatte nämlich ziemlich lange kein Minecraft mehr gebracht, Leute. Das lag daran, dass ich in letzter Zeit einfach ein bisschen mehr Pixel anzubringen wollte, aber heute zumindest dachte ich mir, da ich mal wieder Lust habe, Minecraft zu spielen und auch hochzuladen. Ich sage extra dazu, zu spielen und hochzuladen, weil ich in letzter Zeit auch Minecraft gespielt habe, aber halt nicht aufgenommen, deswegen. So, ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal direkt, oh, mein Teamkollege macht das auch, zu Rot zu gehen und ihn ein bisschen zu unterstützen und er holt sich das Backpack. Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Wow, ich bin durch das Loch gefallen, haben mein Teamkollege getötet. Das war natürlich gerade ein ziemlich blöder Fehler. Aber alles gut, das erste Team haben wir soweit schon mal vernichtet, beziehungsweise eher mein Teamkollege. So, dann starten wir ganz direkt wieder aus hier. Ein paar Blöcke am Start. Und da scheint auch gerade der erste zu uns kommen zu wollen. Das ist ein blauer. Ich denke mal, weil ich den wahrscheinlich kriegen werde. Nein, das hat nicht funktioniert. Schade. Ich wollte eigentlich von der Seite so anspringen, halt und runterhauen. Aber das hat nicht ganz geklappt, Leute. Oh, mein Teamkollege hat es aber geschafft. Perfekt. Also mein Teamkollege scheint echt ganz gut zu sein. Das freut mich natürlich. So. Knockback-Stick und wieder ein paar Blöcke gemacht hier erstmal. Also rot schon mal raus. Und dann haben wir jetzt noch hier gelb und blau vor uns. Und gelb scheint doch was ganz komisches zu bauen. Keine Ahnung, was die vorhaben. Das heißt, ich würde sagen, blau ist erstmal das nächste Ziel. Vor allem gelb kriegt auch sogar kein Gold und so. Das heißt, die sind auch gar nicht so gefährlich. Schafft mein Team das allein jetzt schon? Das wäre auf jeden Fall ziemlich heftig, aber gehe ich nicht von aus, oder? Schafft er das? Ich weiß es nicht. Mein Team scheint nämlich echt ganz gut zu sein. Also Respekt auf jeden Fall schon mal, wie der so spielt. So, jetzt ganz schnell hier durch. Ah, das Bett ist eingebaut. Das Bett ist eingebaut. Das heißt, das schaffen wir soweit nicht, Leute. Da werde ich auch keinen mehr runterhauen können. Das ist jetzt ziemlich schief gelaufen. Schade. So, ganz kurz wieder ausstatten hier. Mein Teamkollege ist auch gestorben, okay. Ja, der eine hat einfach gute Rüstung, da war halt nicht wirklich eine Chance, muss ich sagen. Scheint blau jetzt... Ah, ich dachte, blau will zu uns kommen. Aber nein, ist nicht der Fall. Ist mich, glaube ich, runtergefallen, genau. Und jetzt würde ich einfach sagen, geht zu gelb. Komm, die bauen sich auch in die Mitte, dann ist das perfekt hier. Dann kann ich mich auch von oben auf ihn draufspringen. Aber, ne, jetzt hat er aufgepasst. Hat er aufgepasst oder aufgehört zu bauen? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt trotzdem wieder soweit mal fertig machen, dass ich zu denen gehen kann. Aber ich denke mal, dass die nicht direkt... Ja, die haben das gesehen, dass ich komme. Aber gut, ich habe Knockback-Stick. Komm ruhig her, mein Freund. Vielleicht kriege ich dich ja runtergehauen. Ja, oh, nein, verdammt, der ist dahinter stehen geblieben. Schade. Okay. Hätte ja klappen können. Vielleicht kommt er nochmal an. Kommst du nochmal her? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich die bekommen werde an sich. Obwohl, der eine ist schon mal unten. Okay, cool. Dann hole ich mal ganz kurz erstmal ein bisschen Eisen hier weg. Und da kommt gerade blau zu uns. Oh Gott, ich hoffe einfach mal, das schafft mein Teamkollege. Der war ja eigentlich echt gut gewesen. Wie ich, glaube ich, jetzt schon mehrmals gesagt habe. So, komm, krieg dich nochmal runtergehauen, ich hoffe doch. Runter mit dir. Ah, der andere muss kommen. Ne, der andere kommt natürlich nicht, die sind ja auch nicht blöd. Dann würde ich sagen, baue ich mich mal ganz kurz ein bisschen hoch und jetzt kommt er natürlich. Schade. Ich dachte eigentlich, das schaffe ich, mich hochzubauen. Hat aber nicht funktioniert, weil ich wollte dann eigentlich so von hinten auf das Bett springen. Aber gut, hat nicht funktioniert, wie ich das Ganze wollte. So, ich bin wieder ausgestattet und dann würde ich sagen, geht es jetzt hier wieder los. Mein Teamkollege hat es gerade schon ganz gut gemeistert hier, konnte blau verteidigen. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal zu gelb, weil gelb war, glaube ich, gar nicht so gut und deswegen... Ist das eine coole Sache. Und der hat auch so einen Bogen sich gemacht, mein Teamkollege. Ach, deswegen hat es, glaube ich, geschafft. Er hat mich mit dem Bogen abgeschossen. So, dann gehe ich mal ganz hier runter. Und die sind schon wieder ausgestattet. Gut, oh Gott. Komm ruhig her. Ah, verdammt. Da bin ich mit einem Schlag weg gewesen. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz ein paar Spinnenweben dazu machen. So, jetzt aber neuer Versuch. Und dann schauen wir mal, ob das besser läuft. Die bauen sich da hinten echt so eine kleine Burg. Die bauen sich da so ein bisschen ein. Okay. Okay, der beschwert sich hier, der eine aus Blau. Okay, cool. Habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Meiner bin ich, glaube ich, mein Teamkollege. Aber gut. Ich weiß nicht, ob diese das berechtigt ist, was er sagt. Beziehungsweise eine Beleidigung ist eh nicht berechtigt, aber das, was er halt behauptet. So. Okay, der eine ist runtergefallen. Oh, danke für die kleine Hilfe. Ich versuche mich nochmal hochzubauen. Das war aber gerade ziemlich dumm, habe ich selber gemerkt, weil ich das wieder zu knapp war. Der gleiche Fehler wie gerade eben und jetzt muss ich ihn runterhauen. Und das hat funktioniert. Perfekt, Leute. Jetzt muss der mal ganz kurz weg hier. Der ist auch unten. Jetzt werde ich mal ganz kurz so mies sein. Oh, vertan habe ich mich. Och, nö. Ich habe mich echt vertan, habe die Spinnenweben daneben gesetzt. Bin ich selber in die Spinnenweben gelaufen.
Muss ich sagen, leider verdient, Leute. Leider verdient. Ah, ich dachte, ich kann hinten rumspringen. Och Mann, das will doch heute echt nicht funktionieren, dieser Runde. Das will heute echt nicht funktionieren. Ey, das kann nicht sein. Ich wollte hinten rumspringen, dann sehe ich auf einmal ja. Dass da leider kein Block ist, wo ich hin wollte. Mit einer Picke, okay. Aber ich denke, mit meinem Teamkollege werde ich auf jeden Fall schaffen, jetzt hier Gelb zu kriegen. Weil Gelb halt echt nicht gut war. So. Oh, mit dem Bogen abgeschossen hat mein Teamkollege den. Perfekt. Danke für deine Hilfe und dann hole ich jetzt noch Gelb weg. Oh Mann, dass ich so lange hier dran gehangen bin, um das geschafft zu haben. Hat mein Teamkollege echt fast alles gemacht. So. Das hat schon mal geklappt. Hier, jetzt bin ich an den Spinnweben drin. Kann mein Teamkollege mir ganz kurz helfen, den abschießen wir ganz gut. Aber ich habe kein Schwert mitgenommen, ich habe mich den Spinnweben benutzt. Bam, runter mit dir bitte. Dankeschön. Jetzt mal ganz kurz hier die Spinnweben abbauen, wenn das funktioniert. Ah, mein Teamkollege an Schwert. Danke für die Hilfe. Danke, danke, danke schön. So. Jetzt geht's wieder los hier. Den will ich mal ganz kurz runterkloppen. Bam, weg mit dir. Der andere haben wir auch weg. Ah, da hat mein Teamkollege sich geholt. Das ist doch schon mal ganz gut hier. Und dann würde ich sagen, hol ich jetzt soweit das Bett hier weg. Komm. Bam, mein Teamkollege tötet die gerade. Das ist doch eine gute Hilfe. Und, oh, da muss doch mal ganz kurz mir helfen. Und Bett ist weg. Ach so, perfekt. Bett war weg, Leute. Das hat funktioniert. Ich habe echt nicht so gut gespielt, Leute. Aber im Endeffekt haben wir gewonnen. Das ist die Hauptsache. Aber ich hätte halt Gelb schon viel früher wegholen können. Mein Teamkollege hat im Endeffekt alleine die anderen beiden Teams gemacht. Aber gut, die nächste Runde läuft hoffentlich ein bisschen besser. Meine zweite Runde bestreiche ich jetzt hier auf einer 8x1-Map. Die Runde ist leider nicht ganz voll geworden. Ihr seht es da. Lila, Orange und Türkis haben leider keinen Spieler gefunden. So. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Denn die Folge ist auch schon etwas... Ja, was heißt etwas länger? Wir sind auf jeden Fall schon bei 7 Minuten. Das heißt, wenn die Folge nicht komplett von der Länge eskaliert ist, vielleicht so ganz gut, dass hier nicht ganz so viele drin sind. So, ich baue mich jetzt erstmal hier zu grün, denn ich habe hier direkt einen Nachbar. Das ist ganz cool. Ich glaube, der andere, ja, Lila ist nämlich nicht da. Genau, da ist keiner. Aber grün ist am Start. Und der scheint nicht so schlecht zu sein. Er hat mich immer ziemlich schön nach oben gebaut hier. Und hätte mich fast sogar so bekommen, weil ich es gar nicht richtig mitbekommen habe. Aber jetzt ist alles super, denn er ist runtergefallen beim Bauen. Und damit hole ich mir jetzt dein Bett, mein Freund. Was war das gerade für ein Fail? Das passt wirklich perfekt zu der Folge, Leute. Das passt perfekt zu der Folge heute, dass ich das jetzt verkackt habe. Oh Mann. Ärgerlich und ein bisschen blöd. So, ganz schnell wieder Spitzhacke und Blöcke machen. Oh Mann, Leute. Das hätte ich locker schaffen können. Jetzt baut er gerade nämlich das Bett ein hier. Schade. Ah, oh, Blödheit echt. So, da kommt er wieder. So, ganz kurz weg mit dir. Jetzt muss ich mich an mein Bett hier ganz kurz holen. Ja, perfekt, Leute. Habe ich wenigstens meinen Fehler nochmal gut gemacht und habe das Bett jetzt geholt. Oh Mann. So, okay, Pink ist das, genau, Pink. Hatte ich gerade da schon mal Richtung Mitte gebaut, aber nicht ganz bis zur Mitte, sondern nur zur Eiseninsel. Und ich würde sagen, dass ich einfach mal zu Pink gehe, weil Orange gibt es nicht. Und deswegen ist Pink eigentlich mein nächstes Ziel. Ja, machen wir auf jeden Fall mal. Dann baue ich mal ganz kurz rüber. Dann muss ich euch noch ein paar Blöcke für holen. An sich gibt es eh nur noch mit mir 3 Teams. Das heißt, ich muss hier eh nur noch 2 Leute so gesagt ausschalten. Vielleicht schalte ich sogar gegenseitig aus, bis einer schaltet den anderen aus. Dann wäre auch schon wieder ein weiterer draußen. Also so viel muss ich eigentlich gar nicht mehr machen. So, zu mir kommt soweit keiner, das heißt, ich kann ja ganz entspannt erstmal weiterbauen. Kann das so bei Orange mich noch am Eisen bedienen, weil da war ja noch keiner dran. Weil hier ja kein Spieler in Orange reingegangen ist. So, gehe ich mal ganz nach unten hier. Wie viel liegt denn hier rum? Wo ist denn das Eisen? Gibt es überhaupt Eisen auf der Insel? Ah nein, hier gibt es ja gar kein Eisen, verdammt. Das ist ja wirklich, ich dachte, hier wird Eisen gespawnt und da vorne, aber das ist ja wirklich nur da drüben. Das heißt, ich kann mir gar kein Eisen besorgen. Alles gut, dann gehe ich jetzt einfach mal so ganz schnell zu Pink rüber und hoffe, dass ich mir vielleicht direkt sein Bett holen kann. Denn er ist, glaube ich, gerade nicht zu Hause, oder? Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Baue mich mal ganz schnell. Oh, okay, der Pink hat gerade den Gelben getötet. Das heißt, der ist auf jeden Fall jetzt nicht zu Hause. Das hilft mir sehr. Ja, perfekt. Alles super, Leute. Hier kann ich ganz entspannt das Bett wegholen und... Der hat auch gerade mir noch mitgeholfen, hat das Bett von Gelb geholt. Das heißt, ich bin der einzige Spieler, der noch ein Bett hat und da hinten ist gerade jemand runtergefallen. Oh, das ist doch praktisch. Und da hinten ist jetzt der letzte Spieler nämlich. Das ist Team Gelb, okay. Das ist Team Gelb, ich hoffe mal, dass ich den bekomme. So, vielleicht wird es echt eine schnelle Runde, dass ich das direkt jetzt schaffe und nicht mal mehr runterfalle und einfach, ja, halt direkt mir den hole. So, 5 Blöcke werden, glaube ich, jetzt nicht reichen. Jetzt trotzdem mal versuchen, sonst baue ich mir einfach noch ein paar Blöcke ab hier. Ja, muss ich einfach noch ein bisschen was holen mir. Geht ja auch klar. Ja, perfekt. So, ganz schnell nach drüben hier. Da wird ja auch kein Eisen haben, weil Eisen wird, wie gesagt, auf der Map nicht gespawnt hier. Also auf der Insel, auf der eigenen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich einfach töten. Er hat sich einen Knockback-Stick aber gemacht. Okay, er hat sich einen Knockback-Stick gemacht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich mache mit der Spitzhacke mehr Schaden. Was ganz cool ist. So, er baut hier ein bisschen ein. Ich könnte aber noch einen Hit geben. Ich falle gleich runter, wenn ich nicht aufpasse. Ah, gleich bin ich unten. Muss ich echt hier ein bisschen was sichern. So wenigstens grob, besser als gar nichts. Da hinten ist er. Da hinten ist er und er ist gestorben. Perfekt, das war gerade der letzte Schlag hier. Und damit ist die zweite Runde im Video heute auch noch gewonnen. Erste Runde habe ich nicht so viel gemacht, in der zweiten Runde jetzt schon mal ein bisschen mehr, Leute.
Na gut, würde ich sagen, war eine sehr, sehr coole Runde und auch ein an sich insgesamt cooles Video. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über eine Postwertung auf dieser Folge freuen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei einem neuen Video wieder. Checkt mein Instagram ab, checkt meine anderen Videos ab. Und jetzt mach's gut, servus und ciao.